Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem DuggyLP. Und ihr könnt vielleicht schon in meiner Hand sehen, was wir heute vorhaben. Und vielleicht auch am Thumbnail und am Titel, also an allen anderen auch, aber das spielt jetzt weniger eine Rolle. Ich habe mit euch heute vor, weiter die Klippe zu bearbeiten. Und zwar hat mir jemand auf Twitter einen mega guten Tipp gegeben, wie ich das Ganze etwas schneller hinkriege und auch etwas produktiver. Und genau das möchte ich mit euch heute in dieser Folge ausprobieren. Es kann sein, dass diese Aufnahme letztendlich in den Müll geworfen wird, weil das ganze Spiel wieder abschmieren könnte. Ich habe einmal mit diesem Zauber es ein bisschen übertrieben. Genaueres aber gleich nochmal. Ich zeige euch jetzt genau erstmal, was ich vorhabe. Ihr seht in meiner Hand wieder den Elderstab. Den habe ich mir zurückgeholt. Ihr habt mir das ja mehr oder weniger erlaubt in einer Folge, wo ich euch mal gefragt habe, weil der ja mal abhanden gekommen ist, aber nicht durch irgendeinen Fehler, der durchs Spiel verursacht wurde, sondern durch einen blöden Fehler, der halt, einfach so passiert ist, weil ich mit jemandem gespielt habe. Ihr kennt die Story mit Dani ja, also sie ist jetzt nicht selber schuld daran, aber dadurch ist er halt blöderweise verloren gegangen und deswegen durfte ich mir jetzt einen neuen zurückholen. Ja, es gibt da den Zauber Reducto und jeder, der sich mit Harry Potter ein bisschen auskennt, sollte wissen, was dieser Zauber bewirkt. Und zwar sprengt der, ja, etwas in die Luft. Und genau das möchte ich heute mit euch in dieser Folge ausprobieren. Wir werden nämlich den Zauber hier mal so weit wirken und mal schauen, ob wir dann hier einiges an der Umgebung verändern können. Und ja, ich switche erstmal jetzt in den Tag. Ich habe den Game Sound extra leise gedreht, denn das könnte jetzt sehr laut werden. Ich hoffe, man versteht mich noch. Wir probieren es jetzt einfach mal. Und zwar ziele ich mal da drauf und dann Reducto! Bam! Okay, also ist jetzt natürlich keine Riesenexplosion. Man muss auch häufig diese Explosion wirken. Es ist ungefähr so stark wie TNT. Also es ist wie TNT, was da explodiert. Nur halt, dass ich keine Mengenvorgabe habe, sondern ich kann diesen Zauber beliebig oft einsetzen. Der Zauberstab geht nicht kaputt. Und so kriege ich natürlich die Umgebung hier richtig, richtig gut klein. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, ich muss nicht darauf achten, dass das natürlich aussieht, weil es einfach natürlich ist. Also solche ungeplanten Explosionen, die sehen immer so aus, als wären sie gespawnt oder das wäre hier die Umgebung wie im richtigen Minecraft, sag ich mal. Also ich muss jetzt hier nicht unbedingt darauf achten, dass das hier nicht gerade ist oder so, weil das macht der Zauberstab schon von ganz alleine. So, und ich bin schon sehr gespannt, ob wir jetzt diese Schlucht hier schon ein bisschen insoweit verändern können, dass man, ja, schon halt diese Schlucht als Schlucht erkennen kann. Was mir auch in die Kommentare geschrieben wurde, ich glaube sogar von dem, upsala, ich sollte ein bisschen aufpassen, von dem Ken Zimmermann, dass ich die Schlucht hier etwas steiler nach unten bauen soll, weil das sonst nicht wie eine Schlucht vorkommt, sondern eher wie so ein Abhang. Und da gebe ich ihm völlig recht, deswegen machen wir das jetzt auch als erstes mal. Mach mal hier so ein bisschen so die Wände, sodass es halt ein bisschen mehr nach unten geht. Ein bisschen schräger auch. Und ich muss halt versuchen, Hogwarts da nicht damit anzugreifen, denn da kann man natürlich auch sehr schnell ein bisschen zu viel kaputt machen. Das ist natürlich auch ein Problem. Und ihr seht gerade, hin und wieder explodiert dann auch mal so ein Zauber direkt neben mir. Aber mich würde vor allem mal interessieren, was haltet ihr von der Idee und würdet ihr sagen, dass man das wirklich für die ganze Schlucht verwenden kann? Bis jetzt muss ich sagen, ja, also es erfüllt seinen Zweck definitiv. Es geht ziemlich schnell. Das einzige Ding, was halt nur schlechter ist, als wenn ich es abbauen würde, wäre, dass ich nicht so viele Rohstoffe hier rauskriege, wie wenn ich das mit der Hand abbauen würde. Weil manche Rohstoffe gehen verloren, weil diese halt durch die Explosion verschwinden. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben so viele Möglichkeiten, auch noch anders irgendwie an Rohstoffe zu kommen. Und es ist ja nicht so, dass wir hier gar nichts rauskriegen. Wir haben jetzt alleine schon, ja, knapp 2,5 Stacks und ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle. Also wir kriegen ja schon ein bisschen raus. Aber nicht halt so viel, wie wenn wir es per Hand abbauen würden. Aber ich bin mal sehr gespannt, was ihr von der Idee haltet. Und das erleichtert uns natürlich die Sache enorm. Und wir müssen nicht auf World Edit umsteigen, was ja auch schon wieder ein großer Vorteil ist. Denn World Edit, habe ich ja schon gesagt, möchte ich am liebsten meiden. Also da habe ich eigentlich weniger Lust zu. Und viele haben auch in die Kommentare geschrieben, dass sie es besser fänden, wenn ich es wirklich mit den Mitteln, die ich halt habe, umsetze. Weil, ja, wir haben bis jetzt wirklich alles mit der Hand gemacht. Alles, was ihr hier seht von Hogwarts, ist mit der Hand gebaut worden. Von mir fast alleine. Hin und wieder hatte ich mal Hilfe, aber das ist wirklich so selten gewesen, dass man das schon gar nicht als wirkliche Hilfe benennen kann. Jetzt nichts gegen die Leute, die hier mitgespielt haben, aber ihr wisst schon, wie ich das meine.
Und deswegen denke ich einfach mal, ist es nicht verkehrt, wenn wir weiterhin auch irgendwie, ja, alles hier selber machen. Und vor allem, dass wir auch, ja, mit den Mitteln hier vorwärts kommen, die uns halt gegeben sind. Und da gehört der Zauberstab nun mal dazu. Und wenn wir hier mit Zaubern irgendwas bearbeiten können, ist das doch doppelt cool. Weil das nochmal unterstreichen würde, dass wir hier in der Welt von Harry Potter sind und nicht irgendwie in der Muggelwelt. Weil sonst könnten wir hier auch eine Mod rausholen, die irgendwie Traktoren einpflegt oder so und dann hier mit Traktoren irgendwie rumarbeiten. Aber das ist natürlich auch verkehrt, denn wir sind hier in der Harry Potter Welt, wir sind hier in der magischen Welt und hier gibt es keine Traktoren oder dergleichen. Upsala, da habe ich mal nicht auf mein Leben geachtet. Und deswegen machen wir das jetzt auch so, dass ich, ja, die Zauber verwenden darf und, ja, das halt dann so bearbeite. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass meine Sachen noch da sind, denn durch die Explosion könnten die jetzt verbuggt sein. Oh Mann, bitte, bitte sind die noch da. Und jetzt, ah ne, ich kann ja hier rüber. Hier habe ich mir so einen Vorsprung gemacht. So, dann gucken wir mal, ob der Zauberstab noch da ist und meine anderen Sachen auch. Ja, der Zauberstab kam gerade angeflogen, das ist schon mal super. So, dann ziehe ich mir schnell meine Rüstung an. Da ist der Zauberstab. Wunderbar. So, dann geht's wieder hier nach oben. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich mich irgendwie mit Erde mal kurz hochbuddel. Ich zeige euch einmal, was ich meine. Denn dann kann ich von so einem kleinen Podest aus das machen. Weil ich stehe die ganze Zeit mitten im Geschehen und das ist natürlich auch irgendwie verkehrt. So, von hier oben kann man jetzt die Zauber besser wirken. Bam! Bam! Also ist jetzt eine Folge mit wenig Tiefe, muss man sagen. Und ich habe mir jetzt auch absichtlich kein Gesprächsthema rausgesucht, weil ich halt, ja, auf diese Idee mehr oder weniger zu sprechen kommen wollte und weil ich nicht sicher bin, ob man mich auch großartig versteht, wenn die ganze Zeit Explosionsgeräusche kommen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die Themen außen vor gelassen. Die Folge wird jetzt auch nicht allzu lange gehen. Es ist halt so eine Ausprobierfolge, ob die Idee jetzt wirklich gut ist, ob sie schlecht ist. Und ich denke, so was ich bisher gesehen habe und wie das hier so machbar ist, ist die Idee wirklich fantastisch. Also wirklich. Früher oder später wäre ich da eventuell auch selber drauf gekommen, weil klar, der Elderstab bietet nun mal die Möglichkeit mit Explosionen und die kannten wir ja auch schon, diese Funktion. Aber, ja, dass ich dann nochmal so auf die Idee gebracht wurde, war natürlich auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil die Steine, die da unten liegen, verbuggen jetzt natürlich, wenn ich da einen Zauberspruch reinballer. Ja, ich hole mir die mal eben kurz. Sind zwar nicht mega viele, aber Kleinvieh macht auch Mist. So, gut, dann werde ich mich nochmal kurz auf diesen Erdehügel da hochbegeben, weil von dort oben hat das wirklich gut funktioniert. Können wir ja später wieder abbauen. So, dann geht's mal weiter, aber erstmal noch ein Steak. Ah, Mann, das war doof. Okay, dann müssen wir es jetzt anders machen. Ich habe nämlich keinen Bock, mich die ganze Zeit hochzubuddeln. Ihr kennt ja noch den Zauberstab. Für all diejenigen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, das ist der Elderstab, der mächtigste Zauberstab der Welt. Und er bietet mir natürlich die Möglichkeit, upsala, mich auch in einen Animagus zu verwandeln. Opala. Ja. So, und zwar bin ich jetzt ein Rabe. Gut, meine Rüstung, die wird leider nicht als Rabe angezeigt. Deswegen sieht das immer so ein bisschen komisch aus. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall ein Rabe. Und zack. Und das ist der Raven MLG. Den habe ich übrigens selber erfunden. Da gab es auch schon Karikaturen zu, die mir Zuschauer gemacht haben. Wirklich mega cool. Und jetzt können wir den auch endlich wieder einsetzen. Diesen MLG. Nein, oha, das war knapp. So, jetzt müssen wir wieder zurück switchen auf. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Reducto, so. Und dann hauen wir hier mal weiter die Schlucht in den Berg. Also, es ist ja noch kein Berg. Also, wir machen hier gerade aus Flatland eine Schlucht. Das ist mega cool. Bis jetzt ist mein Spiel auch noch nicht abgeschmiert. Ich glaube, das könnte was werden. Weil das war meine größte Angst, dass mein Spiel tatsächlich dadurch abschmieren könnte. Aber bis jetzt funktioniert das echt fantastisch. Und wenn man bedenkt, dass jede Explosion, die hier gerade stattfindet, ungefähr wie ein TNT ist, das ist schon bewundernswert, dass das so einfach geht, in Anführungszeichen. Auch da hinten diese Erdewand da, die da steht, die kann ich gucken. Guck mal einfach. Jetzt. Bam. Voll viel weg auf einen Schlag einfach. Bam. Und bam. Gut, jetzt will ich es aber nicht übertreiben. Wir wollten ja hier weitermachen.
So, ich darf das halt nur nicht zu schnell machen, denn, wie gesagt, ich habe das auch schon einmal ausprobiert. Da habe ich nämlich da hinten diesen Berg, den ihr da seht, der so gerade abgeschnitten ist. Den haben wir ja schon ziemlich doll abgebaut. Und damals habe ich im Off ausprobiert, ob es funktionieren würde, wenn ich das Ganze mit diesem Zauber mache. Da bin ich nämlich auch schon so ein bisschen auf die Idee gekommen. Das habe ich dann allerdings in einer Kopie von dieser Welt gemacht, weil ich das natürlich nur ausprobieren wollte und das hier nicht irgendwie im Off bearbeiten wollte. Und ja, da kam halt raus, dass wenn man den Zauber zu schnell hintereinander wirkt und zu häufig wirkt, dass auf einmal das Spiel abstürzt. Dann steht da Minecraft was crashed oder irgendwie sowas. Und ja, dann war die ganze Aufnahme am Arsch, beziehungsweise die Aufnahme wäre am Arsch, weil es gab schon den ein oder anderen Vorfall, wo ich hier aufgenommen habe, wo Minecraft auch abgestürzt war. Und wenn Minecraft abstürzt, ist auch gleichzeitig die Aufnahme kaputt. Und das wäre natürlich hier extrem schade. Deswegen habe ich hier auch kein Gesprächsthema rausgesucht, weil wenn ich jetzt großartig Themen angesprochen hätte und die Folge wäre abgeschmiert, dann hätte ich mich mehr geärgert, als wenn ich jetzt einfach nur hier das mache, was ihr gerade seht. Also klar, die Folge ist dann natürlich gesprächstechnisch nicht sonderlich produktiv gewesen, aber dafür haben wir sehr, sehr viel geschafft und wir haben neue Möglichkeiten gefunden, um das Ganze hier besser umsetzen zu können. Und jetzt benutze ich nochmal schnell den Zeitumkehrer. So. Und ihr seht schon, die Schlucht wird immer besser. Fantastisch. Aber ich will es natürlich auch nicht übertreiben. Wie gesagt, die Angst, dass das hier immer noch abstürzen könnte, ist natürlich noch da. Wenn die Folge, oder beziehungsweise wenn ihr die Folge seht, könnt ihr euch eigentlich schon sicher sein, dass sie nicht abstürzen wird, weil sonst hätte ich sie nicht hochladen können, logischerweise. Aber bei mir ist halt noch die Angst extrem drin. Ich weiß nicht, ob diese Aufnahme jetzt hier funktioniert und es ist auch die erste Aufnahme. Das heißt, bis jetzt kann ich es überhaupt nicht einschätzen, ob das klappen könnte. Dann mache ich da hinten nochmal ein bisschen was weg. So. Gut, Leute, ich denke, ich lasse das jetzt erstmal so. Wie gesagt, das ist noch lange, lange, lange nicht fertig. Aber ich möchte erstmal abwarten, was ihr davon haltet. Und vor allem muss ich mir auch nochmal Bilder anschauen, wie das hier mit der Klippe genau ist. Denn ich will mich jetzt hier nicht sonderlich vertun und das Ganze hier falsch bauen oder so. Weil die Klippe muss natürlich nach den Vorgaben gebaut werden. Deswegen, ich mache jetzt noch 5-mal einen Schuss. So, 1, 2, 3, 4 und die 5. Bam. So, und jetzt buddel ich mich einmal runter. Und dann gucken wir uns das Ganze mal von der Brücke aus an. Also, es ist auf jeden Fall mehr eine Schlucht als vorher. Und das Spiel ist nicht abgestürzt. Und ihr seht, Rohstoffe kriege ich trotzdem. Auch wenn viele verbuggen, klar. Das ist nun mal nicht zu verhindern. Aber ihr seht, es kommt sehr, sehr viel angeflogen. Das heißt, es wäre auch eine mega gute Möglichkeit, um einfach Sachen zu farmen. Weil die Schlucht wird noch so viel größer, als sie jetzt schon ist. Und wenn man bedenkt, dass ich diese Menge schon aus diesem kleinen Bereich hier der Schlucht bekomme, an Rohstoffen meine ich jetzt, dann kann man das auf jeden Fall prima als Farming-Möglichkeit sehen. So, jetzt muss ich irgendwie hochkommen. Ich glaube, ich versuche es da hinten mal. Und ihr seht, das sieht wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus. Also ich würde das vielleicht später nochmal ein bisschen begradigen, weil so ganz so gruselig soll es dann doch nicht aussehen, aber so an sich funktioniert es definitiv besser, als wenn ich das jetzt mit Spitzhacke und Schaufel machen würde. So, und da ist ein Vieh, das werden wir direkt mal mit Lady Corpus. Bam! Und tot. Tja, das hat es nun davon, wenn es sich gegen den stärksten Magier aller Zeiten auflehnt, denn ich bin der Besitzer vom Elderstab. Ja, gut. Ja, Leute, das sieht doch mega nice aus, oder? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Ich finde, das hat auf jeden Fall schon irgendwie so ein bisschen den Stil von dem eigentlichen Hogwarts und der Schlucht, die hier vorhanden ist. Ist natürlich noch nicht tief genug. Wird noch ein bisschen tiefer gemacht. Aber an sich gefällt mir das richtig, richtig gut. Und jetzt würde mich vor allem interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Auch wenn das Gesprächsthema jetzt nicht sonderlich vorteilhaft war. Aber bei der nächsten Folge werde ich mir wieder was überlegen, sodass es wieder etwas ansehnlicher wird. Würde mich freuen, wenn ihr die Folge positiv bewertet. Wenn ihr noch kein Abo hinterlassen habt, könnt ihr das sehr gerne im ersten Link in der Beschreibung nachholen. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns am Sonntag bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts pünktlich um 14 Uhr. Haut da rein und bis dann.
Ciao, Leute.